Leonardo Bittencourt, R., macht das Tempo. Dahinter Justin Hochma und Vincenzo Grifo Foto, Pix Sport Fotos. Hoffenheim legt wieder los. Auftakt in die erste Champions League Saison. Nach 7 Wochen Pause hieß es am Sonntag für die Profis, antreten zum Laktattest im Helmut-Gmelin-Stadion des SV Sinsheim. Nadim Amiri, R., und Robin Hack vor der Abfahrt in Zutzenhausen. Foto, Pix Sport Fotos. Um 9 Uhr machte sich die erste Sechsergruppe um Olli Baumann und Nadim Amiri im Trainingszentrum Zutzenhausen auf den Weg nach Sinsheim. Runden laufen mit steigender Belastung auf der blauen Kunststoffbahn. Dazwischen Blutabnahme, um den Fitnesszustand ermitteln zu können. Babel Kaderabek, R., Philipp Ox und David Otto vorm Laktattestfoto, Pix Sport Fotos. Neuzugang Leo Bittencourt hinterließ gleich einen guten Eindruck, marschierte in seiner Gruppe um Kerem Demirbay und Vincenzo Grifo voraus. Julian Nagelsmann steigt aus seinem Audi aus. Hinter ihm schält sich Matthias Kaltenbach raus, auf der Beifahrerseite Benjamin Glückfoto, Pix Sport Fotos. Um 11 Uhr fuhr Julian Nagelsmann mit seinen Assistenten Benjamin Glück, Matthias Kaltenbach und Pellegrino Matarazzo vor. Der Trainer war gut gelaunt, machte gleich ein Selfie mit einem Fan, schaute 35 Minuten bei den Läufen zu. Benny Hübner, L., und Gregor Kobel kommen in Sinsheim an. Foto, Pix Sport Fotos. Gegen 12 Uhr hatte auch die letzte Gruppe mit Nico Schulz, Stefan Posch, Kevin Vogt, Robert Zuli und Alex Stolz den Laktattest beendet. Am Montag, 10 Uhr, bittet Julian Nagelsmann zum ersten öffentlichen Training,